irgendwas anderes. Blitzkrieg. Wir wechseln. Ja, klar, bei Verteidigung Blitzkrieg. Einfach Panzer hinstellen und rein. Ja, eben. So. Okay, wann greifen wir an? Jetzt. Tschüss. Okay. Ja, wann haben Sie den Angriff geplant? Wir sind ja heute erst angekommen. Ja, jetzt sofort hier die Würfel rennen. Tschüss. Attacke. Ah, okay. So, dann. Ja, moin. Wo ist denn die... Blitzkrieg Schreckensdoktrin, hört sich auch interessant an. Oh, Feuersturm V1, ja, Tiger Ass. Ja. Sag ich nicht nein. Nö. Das ist auch gut. Tiger Ass, also ich hatte ja eben die Schreckensdoktrin, ich fand die ganz nett. Die hat mir geholfen. Erstmal eine Baracke bauen. Ganz anderes Spiel jetzt. Ja, ja. Ich werde auf jeden Fall direkt die 8-8er machen und den Gegner so nerven. Also was ich schon mal interessant finde beim Gegner unten, da gibt es ja links diese Mini-Insel, wo nur Fußinfanterie drüber kommt, wo alle Brücken zerstört sind. Das heißt, da könnte man einfach am unteren Brücken, an der untersten Brücke, wo die Gegner rüberkommen können, die Brücke am besten reparieren, Bunker hinstellen, Maschinengewehr rein und in Ruhe lassen. Ja. Wenn da Gegner drüber kommen, rennen die da eh die ganze Zeit mit Infanterie rein. Ja, das ist doch eine gute Idee. Aber nicht, dass sie da mit Mörsern kommen. Oder ich stelle hier an die Brücke bei mir oben. Dings hin. Ja, hier also... ich auch noch meine Brücke hier oben. Also ich habe das immer so gemacht, ich habe hier... Jetzt wäre wir wo? Nein. Also hier habe ich immer eine Panzerfalle hingemacht und dann ist niemand mehr drüber gekommen. Ja, stimmt. Ich glaube, die kleinen Fahrzeuge kommen da auch noch drüber. Panzer kommen da, glaube ich, nicht drüber, soweit ich weiß. Nee. Das ist natürlich richtig lustig. Aber ich glaube, die kleinen Panzerwagen, die ich ja letzte Runde habe, wenn die Gegner hätten, würden drüber kommen, soweit ich weiß. Ich glaube ja, tatsächlich. Oh, ich muss MGs bauen. Hui. Aber was ich an solchen Maps mag, sind die Häuser, weil da kannst du ja auch so Sachen gut verteidigen, indem du einfach in die Häuser Maschinengewehr reinsetzt. Richtig, deswegen, also deswegen wollte ich mal Lyon nehmen und zusammenspielen, weil das macht richtig Spaß, gerade weil wir die Häuserseite haben. Das macht richtig Laune. Ja, und vor allem, wenn wir die komplette Seite einnehmen und dann am besten wieder zwei von drei Brücken sprengen und wieder nur einen verteidigen, ja. Haben wir halt Hoheit, weil wir haben, glaube ich, mehr Punkte wie die dann. Ja, wenn du die linke Seite einnimmst, ja. Ja, ich bin gerade dabei. Ja. Ich brauche nur ein bisschen. Ah, du nimmst das schon ein. Ein bisschen langsam. Ich baue jetzt schon auf der linken Seite meinen MG. Also das heißt, wir werden gleich safe sein. Ich mache noch ein paar Pioniere, die ein bisschen einnehmen gehen. Oh, perfekt. Super. Und Maschinengewehre habe ich auch schon ready gemacht. Oh, sehr gut. Die stehen auch schon in der Base bereit. Sehr gut, sehr gut. Ein bisschen Spaß. Spaß. Ich habe also auch die schon. Die haben wahrscheinlich Spaß. Ich glaube, die vorm Lauf stehen, die haben keinen Spaß. Nein. Übrigens, ich packe schon mal die Mitte voll. Ja. Damit wir da gut verteidigen können. Ich würde am besten würde ich sogar finden, wenn wir die oberste und unterste große Brücke, wenn man sie sprengen kann, sprengen würden. Damit wir wieder die mittlere verteidigen. Ja, liebend gerne. Ich glaube, ich am sinnvollsten. Ja. Würde ich jetzt mal sagen. Dann machen wir das doch. Oh, die haben auf deiner Seite schon einen Platz eingenommen. Oh, bei dir ist gerade da, wo du eingenommen hast, ist gerade irgendein Gegner runtergerannt. Oh. Habe ich gerade irgendeinen Typen rennen sehen. Das ist not sexy. Ich glaube, wir müssen da was verjagen. Ja, das machen wir. Oh, was ist denn jetzt los? Oh, da kommt was in der Mitte. Ah, da war ein Scharfschütze. Oh, oh. Das ist auch halt toll, dass die Scharfschützen haben. Oh, oh. Jetzt guckst du auf einmal nicht mehr einzeln, sondern mit allem. Oh, ich bekomme gerade... Ich schieb mal meine 3 MGs runter. Ja, das wäre nicht schlecht. Ich ziehe mich gerade zurück. Ich muss mich dringend zurückziehen, aber ich habe ein MG an der Seite. Also das heißt, bei mir kommen die jetzt erstmal nicht durch. Oh, ich habe eine Einheit verloren. Das ist gar nicht gut. Ich habe noch ein zweites MG. Ich würde sie in Schach halten. Ich habe 3 Stück, die gerade angerannt kommen. Ja, ich, ich versuche die Mitte zu decken. Oh Gott. Ja, ich schicke gerade meine 3 MGs da zur Verstärkung, weil die kommen größtenteils über die Mitte. Oh oh, oh oh, ich glaube, ich verliere gerade mein MG. Gut, das eine MG setzt sich jetzt da ins Haus. Du perfekt. Gehst da rüber, du gehst Mist. Da rein. Ich habe mein MG verloren. Setzt sich da ins Haus. Ja, bitte. Ich kann mich von hinten über den Platz in das Haus setzen, wo die ganzen Gegner davor sitzen. Ja, perfekt.
Ich kriegst du gleich ein bisschen Überraschung. Ich versuche gerade. Ja, perfekt, perfekt. Du hast. Perfekt, du hast es. Oh. Was ist denn da los bei dir? Ich glaube, die Gegner haben jetzt so ein dezentes Problem, kann es sein? Ja. 3 MGs. Pass auf, jetzt kommt noch ein MG. Und das setzt sich ganz vorne ins Haus schon mal. Oh, ein MG ist kaputt. Oh, nicht gut. Ja. Okay, jetzt haben die aber echt keine Chance mehr. Oh. Ja. Ich hab so einen kleinen Besuch bekommen, sehe ich gerade. Wo denn? Oh, auf der linken Seite, ne? Ja, bei dir oben. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir spielen ja jetzt gegen eine Stufe härter. Ja, das ist mir gerade auch aufgefallen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich so viel Besuch kriege. Also die rechte Seite ist clear. Ich baue noch ein paar MGs und schick die rüber. Also bei mir... was hat mich denn da getroffen? Da waren... Gar nicht gut. Ich, ja. Ja. Okay, die rechte Seite kann nicht eingenommen werden. Das ist schon mal sehr sexy. Auch ne, bei mir ist ein Scharfschütze. Auch noch. Na. Mist. Ich versuche... Guck mal, könntest du versuchen, mich da hier zu beschützen mit deinen 2 MGs, weil dann kann ich schnell einen Bunker in der Mitte bauen. Dann müssen wir uns nur noch auf die linke Seite konzentrieren. Ich kann es probieren. Ich versuche nämlich auch gerade nochmal, weil die gehen mir da ein bisschen auf den Keks. Oh, der nimmt mir schon ein bisschen zu viel ein. Krieg ich die da weg? Okay, das sind nur 4. Wer hat da bombardiert? Ich nicht. Da wird gerade bombardiert, mein Treibstoff. Oh. Damit hab ich... Oh! Guck mal in der Mitte. Ja. Oh Gott. Ich hab's gemerkt. Gut, ich muss mein eines MG zurückziehen. Die werden flankiert. Ja, ich... Ich flankiere die gerade mit meinem MG. Ich habe die festgenagelt, glücklicherweise. Ah. Ich habe die aber, glaube ich. Wow. Oh. Alter. Okay, die kriegen mich jetzt nicht. Okay. Oh, oh. Ich verliere gerade mein MG. Ich muss es abbauen und wegziehen. Das wird anstrengend. Das wird echt anstrengend. So, ich... ich mache hier gerade ein bisschen Rambazamba und töte ein paar Leute von dem. Oh. Oh, hi. Oh, oh. Ich bekomme gerade auf die Oschen. Ich mache jetzt auch mal ein paar Scharfschützen. Oh ja, das könnte... Ja, das schadet eigentlich gar nicht. Uff, was muss ich denn... Kann ich wenigstens zumindest bei mir ein bisschen flächendeckend überwachen. Ja. Oh, das ist jetzt ein Scharfschütze, der sich gerade zurückzieht. Ich baue schon mal Panzergrenadiere neue. Willst du vielleicht schon, auch wenn da noch keine Truppen kommen, vielleicht ganz oben schon... Oder wir versuchen die ganze obere Brücke zu sichern und tun die anderen beiden versuchen zu sprengen, ohne erstmal einzunehmen. Die mittlere können wir nicht sprengen. Die mittlere können wir nicht sprengen, okay. Ja. Dann müssen wir die mittlere verteidigen. Dann genau. Dann würde ich aber die anderen beiden gern sprengen. Ja, die müssen wir. Definitiv. Sprengen. Okay. Ich komme mit ein paar Trüppchen jetzt mal. Ich muss dringend meine Truppen verbessern. Okay. Zieh dich zurück, MG! Okay. Ich versuche gerade mal Gas zu geben und hier ein bisschen zu schützen. Ich habe 2 MGs dabei. Oh, das wird echt hart. Das wird uns richtig wehtun gleich. Okay. Ich muss erstmal. Och ne, da kommt ein kleines Fahrzeug. Schon? In meine Basis gerollt. 2! Und diese Brands. Alter. Ah, das ist übel. Oh nein. Ich bekomme ganz viel Besuch gerade. Ja, ich kann nicht hier helfen.
Oh Gott. Oh oh. Hä? Wie konnte der meine Truppen so schnell aufreiben? Der hat mich so schnell aufgerieben. Ich glaube, wir werden verlieren. Vielleicht. Ist anstrengend. Ist jetzt. Kettenfahrzeuge trainieren. Ja. Oh. MG, zieh dich ins Hauptquartier zurück. Du besetzt jetzt das Hauptquartier. Okay. Du ein bisschen Feuerkraft hat. Ich habe ein bisschen Platz geschafft jetzt. Ich habe mir ein bisschen Luft. Scharfschützen verloren. Oh. Das ging schnell. Was wollen Sie denn? Was wollen Sie denn? Okay. Ja, die kommen raus und werden instant unter Beschuss genommen. Vor allem die scheiß Friend, der Friend Carrier repariert sich selber. Oh nee. Okay, ich kann jetzt langsam einnehmen. Gut, Kettenfahrzeug. Okay, uiuiui. Du hast keine Geschütze. Weil es keine Leute drin haben. Ja. Frühe Warnung. Okay, ich bin hier gerade im heftigen. Oh Gott. Die haben natürlich. Ja, ja. Gerade der Bren, der nervt da hinten, ne? Oh mein Mann, 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 Mann. Oh nee, die. Ernsthaft. Gut. Was ist? Die haben einfach eine Basis vorgeschoben schon. Och nein. Oh Gott. Das ist was ich an den. Ich glaube, Briten sind das, wo das können. Nicht mag, dass die ihre Basis einfach dahin stellen können, wo sie wollen. Ist echt so, ne? Wo sie eingenommen haben. Das fuckt halt schon ab. Das ist übel. Vor allem jetzt merkt man es halt, wenn sie so. Aha. Gut spielen, weil. Kommt einfach alles in dein Gesicht gerannt. Ist echt so. Oh oh, ich bekomme voll. Ich versuche mich gerade. Ich versuche uns gerade so ein bisschen zu retten, weil ich gerade meine Truppen aufbessere. Oh oh. Alter, wirf da eine scheiß Granate hin, Alter. So flott wie möglich. Boah, ich bekomme voll auf die Oschen gerade. Ich komme mit meinen zwei Kettenfahrzeugen. Du hast zwei? Ja, ja. Och ne, bei mir sind jetzt schon wieder Gegner. Ich hab auch noch Raketenwerfer. Och ne. Kanonier getötet. Ich hasse es. Okay. Ich grade gerade. Sehr gut. Ich grade gerade meine Leute ab. Ich habe gerade liebevoll meine Grenadiere auf Stufe 2 schon gehoben. Ich kann die sogar schon auf Stufe 3 heben. Das ist genau das, was ich jetzt nämlich mache. Der Grand Carrier geht hier, glaube ich, langsam ein bisschen auf die Pelle. Mir? Ja. Ja, ja, ich hole den mir jetzt gleich. Okay. Ich habe jetzt nämlich eine Bazooka gleich. Ich platze jetzt in die Häuser direkt in meiner Base ein paar Scharfschütze. Oh ja, bitte. So, der Brain Carrier ist gleich hinüber. Natürlich jetzt hier noch ein MG. Das hier auch noch ein bisschen überwacht. Alter Vater. Die Pioniere reparieren da jetzt. Hui. Das ist nicht einfach. Nee. Wir haben ein bisschen geschludert am Anfang. Oh ja. Okay. Wir haben es uns zu leicht vorgestellt. Aber echt. Okay, ich habe. Ich soll nicht aufsitzen, ich soll das Fahrzeug reparieren. Jetzt habe ich die ganzen Truppen da reingesetzt. Wow. Ich soll aufsitzen soll. Reparieren soll. Ja, ja, ja. Oh Gott. Ich habe im Übrigen, kleiner Gag so am Rande, meine normalen Einheiten sind auf Stufe 3 gerade. Ja, meine nicht. Uah, das tut jetzt weh. Ich schicke dir mal indirekt einen meiner MGs zur Unterstützung. Mach das. MGs sind gerade sehr, sehr vorteilhaft für uns. Uah, bitte. Stirbt! Och nee, schon wieder ein Friend Carrier. Oh Gott, ich muss mich zurückziehen in 3, 2, 1. Zumindest auf der Seite. Oh, fuck. Okay. Okay.
Ich hoffe, ich kann uns... Zwei Prank Carriers. Oh Gott. Ich hoffe, ich kann uns gleich retten. Es kommt was ganz Fieses von mir. Und das in Doppelpack. Boah, ich muss nur... Ich darf jetzt bloß nur keine Geländeverluste nochmal einfahren. Okay. Okay. Gleich kommt's erste. Ich schwitze gerade. Ich schwitze gerade so heavy. Wie sieht's bei dir aus? Du kannst dich halten, ne? Ja. Ja, ich kann dich halten. Ich baue jetzt mal einen Panzerkommandeur, damit ich mal Panzer krieg. Meine erste Stuck ist da. Oh. Das könnte uns vielleicht die Hand halten. Meinen MGs geht's noch gut, die bei dir stationiert sind, finde ich gut. Ja. Alter, was machen? Okay, ich zieh mal meine MGs zu mir. Mach das. Ich versuche nämlich gerade vorzurücken mit dem, was wir haben. Oh ja. Das Dumme ist, die machen natürlich die gleiche Taktik, wie wir sie machen. Die verbarrikadieren sich natürlich jetzt in den Häusern. Okay. Ich kann vorrücken. Jawohl, ich kann vorrücken. Okay, sehr gut. Nee, die haben schon wieder Fallschirmjäger. Schon wieder geholt. Oh, ich komme gerade richtig auf meiner Seite. Die haben geradewegs jetzt eben angefangen, ein MG-Nest zu machen. Okay. Ich rücke vor. Bei mir sind Panzer. Und Panzerabwehrgeschütze. Ich komme gerade in Probleme. Okay, ich komme gleich mit zwei Stucks. Ich werde komplett überrannt. Ach du meine Güte. Alter. Du bekommst ja echt einen auf den Sack gerade. Bei mir machen die einfach eine Basis auf. Ja moin. Okay. Ich habe noch eine Sache gerade hier. Die uns vielleicht noch mit... Noch ein Panzer. Die kommen mit zwei Panzern. Ja, ich komme gerade an. Gott. Die haben sogar schon einen meiner Standardbunker zerstört. Die hier schon. Oh Gott. Und noch ein. Ich stehe da mit zwei Stuckis. Das Problem ist nur, ich bekomme von rechts voll einen auf dem Oschi. Ja, da stehen zwei Abwehrgeschütze. Ja. Ich ziehe mich mal ein bisschen zurück, also nicht wundern. Ah, nein! Der eine ist kaputt. Nee, das wird nichts mehr. Propagandakrieg! Rennt, Gegner, rennt! Zwei Einheiten gegnerische Truppen verjagen mit Propaganda. Wir rennen jetzt zurück zur Basis. Bisschen Ruhe. Nein! Mist! Gerade sind meine Panzergrenadiere draufgegangen. Und ich habe beide Stucks verloren. Oh Gott. Ich muss mich weg. Ich muss abhauen. Guck mal, die ziehen sich in der Mitte zurück. Die bekommen voll einen von meinem MG einen auf die Rübe jetzt. Okay. Hast du noch immer Panzerstress? Nochmal zwei Panzer. Ich habe eine Panzerabwehr, ja. Okay. Die ich jetzt direkt vors Hauptquartier gestellt habe erstmal. Okay, meine Pioniere... Guck mal, hier schützt diesen Punkt hier, da kommt eine 8-8er bei dir hin. Und ich hoffe, die 8-8er wird uns den Hintern retten. Oh nein. Sehr gut. Schieb deine Panzerabwehrkanone ein bisschen vor. Hab ich schon. Noch ein bisschen vor. Da, du stehst genau hinter meiner 8-8er gerade. Okay. Boah. Okay. Ah, Mist, jetzt steht deine 8-8er genau da. Okay, gut. Egal. Vorsicht. Alles, kein Problem. Hinten. Oh. Not good.
This is not very good. Oh, ich hoffe, ich schaffe es, die 8-8er zu machen, weil die kann uns vielleicht nochmal helfen. Wow. Wenn wir dann den Krieg mal wenden können. Ich nehme denen übrigens die Punkte weg, ne? Alter, was kommt da bei dir an? 8-8er fertig. 8-8er feuert. Ab jetzt. Töte die. Bitte. Yeah. Jetzt rennen sie zu dir. Hab ich schon gemerkt, leider. Großer Teil. Ganz großes Tennis, ey. Die 8-8er ist down. Okay, wir haben den... Alter, was? Ah ja, diese ganzen Panzerabwehrdinger haben auf uns gefeuert. Wir kommen gar nicht weiter. RIP, aber übelster RIP. Ich glaube, wir sollten nochmal starten. Was hältst du von der Idee? Kann man hier automatisch schon neu starten? Warte mal. Nee. Also ich... Ja, dann... Ich glaube, das ist verloren, oder? Ja, aber dicke. Ich werde jetzt voll auf Verteidigung gehen und versuchen, so viel wie möglich zu retten in den ersten Minuten. Am besten wäre es halt, wenn wir in den ersten Minuten irgendwie schon Truppen hinkriegen, diese scheiß Brücken zu sprengen und die mittlere Brücke zu sichern. Egal, ob wir Punkte eingenommen haben. Einfach Truppen vor. So nach dem Motto. Oh ja. Ich habe das Gefühl, dass die schweren Bots das genau das gleiche machen. Ja, das ist ja das Problem. Ich nehme jetzt mal die Blitzkriegsdoktrin. Scheißegal. Oh, ich nehme, glaube ich, die Luftwaffentaktik. So, einmal ein Pionier da. Der Pionier ist sofort runter zur Brücke. Los, rennen. Oh ne, weißt du was? Was für dein Geld. Ich nehme... meine Lieblingstaktik, nämlich die Panzerabwehrtaktik. Ach, warte mal. Ich glaube, ich darf noch gar nicht springen. Nö, ich kann noch gar nicht springen. Gut, Kommando zurück. Kannst du noch nicht? Oh. Nein, ich kann nicht springen. Ich kann keine Brücken springen. Oh. Ich muss gerade mal überlegen, was war nochmal das Bessere? Geschwindigkeit steigern. Was war das hier? Oh. Okay, ich nehme gerade ein, wie bekloppt schon mal. Ja, ich sehe es. Ich bin auch doppelt. Ja komm, diese normalen Punkte, ich nehme jetzt erstmal so Sachen ein wie Treibstoff und so, das ist erstmal wichtiger. Ja. Finde ich. Oh ja, definitiv. Also, wobei ich sagen muss, ich möchte nämlich gleich anfangen hier zu sichern. Wie in Oji. Und ich hoffe, ich schaffe das auch. Sobald du... So wie ich sie mir vorstellen kann, kommen die wieder über die untersten zwei Brücken. Weil darüber sind sie das letzte Mal auch schon gekommen. Die Amerikaner oder was das waren, sind... Ne, die Briten sind bei mir über die unterste Brücke am Fluss entlang vorgerückt, habe ich gemerkt. Und dann halt die Stimmt. marschiert. Und dann sind halt irgendwann die Amerikaner über die mittlere noch mit ihren ganzen Panzern dazugekommen. Okay, vorbei. Dann sind sie bei mir vor der Haustür. Dann versuchen wir so schnell wie möglich alle Punkte unten zu sichern. Einfach nur, damit wir, einfach nur wissen, wann die kommen und wo sie kommen. Ich glaube, das ist das größte Problem mitunter, genau. Ich schicke gerade schon einen Pioniertrupp runter. Da also, haben sie schon eingenommen, auf der anderen Flusszeit. Oh nein, die sind so schnell. Schneller wie wir. Na, schneller. Die Hecken. Das ist echt so. Die Hecken. Report direkt. Relic, eure Bots sind nicht fair. Okay. Genau. Ich dachte schon, die fangen schon an zu schießen. Aber bis jetzt nicht. Nee. Sehr gut. Wahrscheinlich jetzt gleich so um die nächste Ecke geht 300 Geschütze. So, hallo, wir sind auch da. Okay. Ich baue schnell meine Basis aus, damit ich schnell alles aufbessern kann. Okay. So, untere Brücke, direkt mal Minen. Mach vielleicht erstmal Panzerabwehr fallen, weil Truppen können wir besiegen, aber Panzer nicht. Panzer werden eklig. Panzerabwehr. Ja, brech. Sehr gut. Ah, doch, so. Hat's gebraucht, noch. Perfekt. Weil ich kann keine Minen machen. Vermin einfach alles und dann den Rest kriegen wir hin. So. Oder warte mal. Ich warte noch kurz ab. Okay, ich habe die Punkte jetzt so nach und nach eingenommen. Ja. Oben. Oh, die kommen schon. Ich hol's mir gleich wieder. Ich habe genug Truppen. Die werden sich gleich wundern. Aber jetzt kommen die das erste Mal zu mir hier. Ja, ja. Die Kollegen. Ich nehme mal die Punkte dazwischen mal mit zwei Pioniertrupps ein, die ich noch übrig habe.
Ja. Wenn es dir recht ist. Aber sowas von. So. Ein paar Truppen ausbilden. So. Panzerfall. Ich hol die mir jetzt mal. Aber die Panzerfallen hast du fertig? Jawohl. Ja, eine Reihe. Sehr gut. Kann ich Panzerfallen? Ich kann keine Panzerfallen leider machen. Okay, ich habe die ersten Gewehre schon. So. Jetzt ist nicht mehr mit mir gut Kirchenessen. Ganz besonders Kirchen. Ich baue noch eine zweite Reihe Panzerfallen, während der andere Pioniertrupp verteidigt. Perfekt. Perfekt. Okay. So. Überlege gerade. Alter, da kommt auch ganz schön viel. Mhm. Gut, ich tue meinen Baracke gerade so auslegen, dass sie alles darunter schickt erstmal, zu der untersten Brücke. Perfekt. Ich verliere gerade eine Einheit nach der anderen. Der Pioniertrupp tot. Aber er hat es noch abgeschlossen. Aus der Mitte, von der mittleren Brücke kommen auch noch Truppen. Mittlere, okay. Ist halt von überall schon wieder. Ich rücke durch. Oh, mein Schwimmwagen ist noch unterwegs, sehr gut. Okay. Ich komm mit. Da kommt ein Pioniertrupp hier hinter deinem Schwimmwagen hinterher, zum Punkt einnehmen. Kein Problem. Und er rennt wieder zurück. Perfekt. Soll er erstmal wegrennen? So, mein erster MG-Trupp steht da auf der Straße. So, ich seh's. Oh, Mitte! Mitte haben wir Spaß. Oha, der hat gleich eine Truppe von mir komplett ausgelöscht. Alter, haben die hier gerade gewütet? Was ist denn hier los? Okay, die kommen jetzt gerade auf uns zu. Perfekt. Okay. Ich habe zum Glück meine Sturmgewehre schon. Das heißt, ich gehe denen nochmal ordentlich auf den Zeiger. Perfekt. Okay, die haben meinen Wagen zerstört. Ist aber nicht schlimm. Tut mir nicht weh. Ja, bitte. Ich dreh durch. Ja, bei mir auch gerade. Aber das lasse ich nicht lang mit mir machen. Okay. Kommt mal zusammen. Wir müssen die Brain Carrier ausschalten. Uiuiuiuiuiui. Okay, der zieht sich zurück bei mir. Okay, vorwärts. Reibt die Mannschaft hier auf. Okay, ich habe gerade übelste Geländeverluste, aber... Okay. Ich ziehe mich zurück ein bisschen. Okay, ich brauche nur noch die Logistikkompanie. Wenn ich die habe... Perfekt. Okay. Okay, nicht wundern, ich baue meine letzte Basis auf, meinen letzten Punkt. Ja. Und dann komme ich. Okay, der hat meinen Schwimmwagen zerstört, ist aber nicht so schlimm. Tut mir jetzt nicht so sehr weh. Schlechte Idee, ihr lieben Briten, euch über die Brücke zurückzuziehen, wo zwei MGs draufgerichtet sind. Sehr schlechte Idee. Perfekt. Okay. Okay, meine Panzergrenadiere, jetzt geht's los. Alter, diese scheiß Brand Carrier. Ja, die Brand Carrier nerven übertrieben. Mhm. Okay. Ich marschiere wieder runter mit meiner Truppe. So. Okay, ich verliere zwei. Ich weiß mal, dass die sich hier so gesammelt haben. Hier so. In dem Bereich. Gehe ich auch von aus. Ja, als geh ich. Schon wieder zwei Brand Carrier waren. Oder sind. Ich dreh schon wieder durch. Okay, ich mach ein bisschen Rambazamba mit denen. Los, Volksgrenadiere, tut was! Oh, wartet, ihr habt da Granaten! Wirft sie! Dem scheiß Brand Carrier in die Fresse! Los! Sehr gut. So. Ich reibe die Gegner nach und nach mal auf. Jo, das juckt den einfach gar nicht, die Granaten. Man darf Panzerfaust abfeuern. Ja! Was denn? Brand Carrier zerstört.
Perfekt. Perfekt. Okay. Ich stehe jetzt in der Mitte. Ich werde gerade aus dem Hinterhalt angegriffen. Sehe ich gerade. Oh, aus welchem? Von hinten an. Meine Stellung da unten. Das geht ja mal gar nicht. Panzerabwehr bereitet sich auf den Einsatz vor. Oh, oh. Ich, okay, Moment mal. Bloß Angriffstrupp, Attacke. So, holt den Punkt hier. Und ihr zieht euch mal zurück. Ich, warte mal, wie kann ich hier nochmal heilen? Ah, ja genau, das Ding brauche ich noch. Okay. Sind viele Brand Carrier unterwegs? Bei mir oben steht einer. Und ein paar Truppen. Fallschirmjäger. So. Bei mir kommt ein ganzer Panzer. Schöner wäre es, wenn es ein halber wäre. Der würde nicht kommen. Der hat es nicht geschafft. Okay. Jetzt geht's rund. Hallöchen, Puppelchen. Ich hol mir mal den Panzer. Jo, komm. So. Ich mach die Panzer gerade mal. Ich mach den einen Panzer mal gerade weg. Der nervt. Häng! Och komm! Ach, moin! Hi, Kumpel! Oh fuck. Ich muss mich schnell zurückziehen. Ich bekomme gerade eine Menge Besuch von der Seite da. Die Panzergrenadiere erhalten Verstärkung. Wie viele Truppen habe ich? 5? 4? Ja, doch, passt. Okay. Hast nach, du hast noch ein paar Brand Carrier bei dir, ne? Die Verstärkungen nehmen unser Territorium ein. Panzerfaust, feuern! Ah, je, 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 je. So. Okay, jetzt hole ich mir die Panzer noch. Was denn? Eins meiner MGs wurde und meine Brücke zerstört. Ich habe jetzt nur noch eins und das ist auch gleich tot. Oh oh, nicht gut. Ich habe die Unterbrücke verloren. Sehr gut. Ich hole mir den Brand Carrier gerade, der dich gerade so ein bisschen nervt. Ich finde es nicht sehr gut, dass ich die gerade verloren habe, die Brücke. Das ist ein bisschen. Moment. Ich brauche irgendwas. Oh Gott. Alter, der nervt mit seinen Granaten so übertrieben. Unsere Panzer haben ein weiteres feindliches Fahrzeug vernichtet. Männer. Entschuldigung, ich ärgere mich gerade so extrem über diese ekligen. Unbeugsame Veteranen und Offiziere dienen nun in unseren Reihen. Die Panzergrenadierverstärkung ist einsatzbereit. Ich nerv das auch gerade, ich merk's. Okay. Zen jetzt. Einmal Zen. Okay. Ich hoffe, meine Truppen steigen gleich auf. Weil sonst sieht's zappeduschter aus bei mir. Okay. Okay. Ich versuche mal nochmal einen Befreiungsschlag. Wenn ich noch 3 Punkte bekomme, habe ich doppelte Panzerfäuste. Und dann sind Panzer kein Problem mehr. Ich brauche die aber erst. Ja, moin. Guten Tag, die Herren. Könnten Sie einmal bitte... Nein, schon wieder eine Granate, Mann! Der sollte mal aufhören mit seinen dummen Granaten. Der hat einfach vor mir... Ich meine ja nur. Ziemlich provokant. Ja. Der Kollege. Ja, der bekommt jetzt erstmal eine volle Packung von mir. Das Ding wird nicht lange stehen. Die Panzergrenadiere erhalten Verstärkung. So. Oh, der hat einen Genis direkt vor meiner Haustür. Ernsthaft. Jetzt nicht so gut. Wir müssen irgendwie. Hast du bei der Schreckensdoktrin diese eine Angriffsmöglichkeit, diesen wie soll man sagen? Oh, fuck. Da wo du was. Oh, der wirft schon wieder eine Granate! Ich meine, wie heißt das nochmal? Da kannst du so einen Artillerieschlag. Ah nee, du hast ja die andere Doktrin. Mist, ja. Stimmt. Das ist ja nicht die Doktrin, die ich hatte.
Okay, ich schieb jetzt mal die Grenze hoffentlich mal ein bisschen in die richtige Richtung. Also zum Gegner hin. Ich brauche einen Schwimmwagen, dringend. So. Okay, ich rücke gerade mal... Ach, Moment. Okay, habe ich auch weg, habe ich auch weg. Okay. Ich rücke vor. Ich habe den ein bisschen vertrieben jetzt. Puh. Also bei mir wird es gerade besser. Wie sieht's bei dir aus? Geht so. Ich werde ganz meinen Panzer, den ich gerade neu gekriegt habe, die ganze Zeit vom Panzer haben wir Waffen angeschossen. Okay, ich komme gleich rüber. Also mein Pionier ist gleich gekommen, die Schwachen. Okay. Okay, ich habe immer mehr Gegner um mich herum, aber ich nehme auch immer mehr Gebiete gerade wieder ein. Mist, ich muss es irgendwie schaffen, die Brücken zu sprengen. Okay, dich holen wir uns. Sehr gut. Oh, der hat... Okay. Ich... Da steht ein Panzerabwehrgeschütz auf der Brücke. Ja, ja. Krieg ich gleich weg. Einer unserer Sektoren wurde abgeschnitten. Okay, einer unserer Sektoren ist weg. Ist aber nicht schlimm. Dafür zerlege ich gerade seine ganzen Einheiten. Na komm. Sehr gut. Der feuert auf mich. Okay, er nimmt zwar wieder ein, aber ist nicht so schlimm. Och nein, jetzt kommt sie mit Panzern von hinten. Von wo? Genau. Unten halt auf untersten Brücken mit zwei Panzern und Panzerabwehrgeschütz. Okay. Ich bin gleich auf dem Weg zu dir. Vorgelagerten Nachschubwege wurden durchbrochen. Geben Sie uns unsere... Ich komme gleich rüber. Okay. Ja, sprechen Sie. Gruppe führt Verbesserungen durch. Okay. Okay. Hui. Okay. Ah. Hallöchen, die Herren. Na, auch hier Position bezogen. Okay. Ja, moin. Unsere technischen Möglichkeiten übertreffen wieder einmal die des Feindes. Okay. Jetzt wird es immer unfairer bei mir. Ich kriege langsam richtig gute Truppen zusammen. Okay. Ich reibe den Typen immer heftiger. Oh, 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 oh. Aua. Der hat mich schön befeuert gerade mit irgendwas. Okay. Irgendwo Stress noch frei? Irgendwo, wo ich nochmal einhaken sollte? Ja, ich weiß nicht, ob es mein Stoß schafft hier. Ansonsten, ich habe noch einen Reserve, den ich aber nicht in den Kampf schicke, weil nicht, dass er kaputt geht. Sonst habe ich keine Verteidigung mehr. Okay. Ah, Moment, ich habe noch ein Schwimmwürgelein. So. Ich brauche nicht mehr... Oh, der hat einen Panzer bei mir. Okay. Okay. Der Feind rückt vor. Der schiebt langsam immer mehr Sachen bei mir vor. Oh, 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 oh. Der hat eine meiner Truppen zerstört. Einmal da was rein. Take this. Okay. Zurückziehen. Na komm, mach den platt! Und okay. Ich habe wieder Unfug veranstaltet. Also ich habe da ein bisschen den Gegner verärgert. Okay. Ja!
doppelte Panzerfäuste. Jetzt wird der Häuserkampf erst richtig lustig. Das hätte er nicht. Was denn? Ich habe nur noch einen Bunker, der meine Base verteidigt. Okay. Okay, der hat was zerstört bei mir. Ist egal. Ich komme gleich runter. Okay. Let the party begin. Ich hoffe das Beste, dass wir das jetzt gut schaffen. Was denn? Kommando zurück. Finde ich nicht so schön, was da angerannt kommt. Und tschüss, Skin. Ach komm, hört doch auf mich zu feuern. Ihr bekommt gleich 6 Panzerfäuste ins Gesicht. So. Ach, guck mal. Noch ein Panzer. Ja, moin, guten Tag. Ich will ja nichts Böses sagen, aber du hast keinen Panzer mehr. Das tut so gut gerade. Hui, du hast auch keine Deckung mehr, Junge. Überleg dir das nochmal gut, wenn du hier einmarschieren möchtest. Hast du ein Panzerproblem gerade? Ja? Von der rechten Seite, ich sehe es gerade. Überraschung. Oh. Schieß doch! Okay, da hat gleich kein Panzer mehr. Und zwar jetzt. Erster Panzer ist weg. Jetzt nämlich. So, jetzt kümmere ich mich noch um den da. Der geht mir mittlerweile auch auf den Sack hier. Was steckt er eigentlich seine Nase in die falschen Angelegenheiten? Okay. So. Wir können gar nicht verlieren. Wir verlieren einen Sektor. Erneut einen vernichtenden Schlag zugefügt. So, wenn ich dich jetzt so semi befreie. Also, wenn ich jetzt die Gegner hier so ein bisschen wegätze, ja? Würdest du dann? Ja, die sollten und das auch mal machen. Jetzt wird's nämlich eklig. Tschüss. So, guck mal, wer da ist. Die Kavallerie. Ich weiß, wie wir Brücken sprengen können mit den in dem Bunker ausgebildeten Goliaths. Die können Brücken sprengen. Oh ja, bitte, bitte. Aber ich kann es nicht rausbringen, ich habe nicht genug Munition. Okay, dann kümmere ich mich, dass wir genug bekommen. Du kannst dich jetzt ein bisschen erholen. Ich habe die jetzt, glaube ich... Ich habe die, glaube ich, jetzt alle weggehackt. Eine vorgeschobene Basis direkt zwischen uns. Okay, die hole ich mir. So. Da unten repariert sich gerade ein Panzer. Nee. So haben wir nicht gewettet. Böse. Mach alles kaputt, was irgendwie unterhalb ist. Ich kümmere mich um unsere obere Seite. Ich kümmere mich schnell um die vorgeschobene Basis, weil sowas machen wir mal gar nicht hier. So fangen wir... Müssen wir gar nicht erst so anfangen hier. Kollege. So. Vorgeschobene Basen gibt's bei uns nicht mehr. Oh, da besucht uns jemand. Oh. Ich mache wieder Gebäude kaputt. Oh. Tschüss, Kim. Verschwindet. Nervt mich nicht mehr. Na. So. Huch, Einheit ausgefallen? Oh, da hat ein Cromwell vor meiner Basis. Das ist kein Problem. Die Cromwells sind ja mittlerweile... Sind ja auch nur Panzer. Der ist weg. Das ist schon heftig, oder? Och, jetzt kommt wieder... Och nein. Verpisst euch mit euren Panzerfäusten. Das gefällt mir kein... Oh, der hat meinen Dings kaputt gemacht. Ja, das geht ja mal gar nicht. Der hat meinen Mojo kaputt gemacht.
Verstärkung macht sich einsatzbereit. Ey, Kollege. Du hast ein Minensuchtgerät. Hilft dir nichts. Ja, wie sieht's denn so bei dir aus? Ich hab grad mal einen Munitionspunkt und drei Panzer. Das ist alles, was ich an Truppen hab. Okay. Und die Panzer bewahren meine Base, weil ich keine Abbunker mehr hab. Oh. Bei mir kommt gerade alles Mögliche durch. Ich weiß nicht, was ich machen soll gegen die Idioten. Da kommt immer mehr. Die Panzergrenadierverstärkung ist einsatzbereit. Na komm. Ja. Ich will ja nichts sagen, aber die haben gerade ein bisschen. Die haben gerade ein ernstes Problem. Achtung, Hetzer, Jagdpanzer rückt vor. Die wollen sich jetzt mit mir ernsthaft anlegen. Okay. Das nehme ich ernst. So, ich schieb mal meinen Schwimmwagen schon mal wohin und lass den gerade mal machen. So. Also, ich habe einen Hetzer. Der kann ein bisschen eklig sein. So, und auf geht's. Wir haben nun die Möglichkeit, Jagdpanzer 38 Hetzer einzusetzen. Ich habe noch eine Truppe. So. Ich kümmere mich mal um Munition jetzt. Das ist, was ich anbieten kann. Bist du noch am Leben? Hallo? Scheiße. Was denn? Einen meiner Panzer wurde zerstört. Der nächste ist auch schon. Ich komme. Ich habe noch einen. Nimm dauerhaft drei Pioniere am Arbeit. Okay. Ich komme ganz schnell mit ein paar Truppen rüber. Das einzige Problem, was ich halt eigentlich habe, ist dieses Abwehrgeschütz, was irgendwo dasteht. Okay. Ein Stück weit runter. Kümmere ich mich drum. Kümmere ich mich schnell drum. Wie gefühlt across meine ganzen Base schießen kann. Egal in welcher Ecke mein Panzer steht, das Ding trifft trotzdem. Okay, ich renne schnell und kümmere mich drum. Da. Ich sehe es schon. So, nicht wundern, da laufen gerade zwei Kommandotrupps rum. Bei mir. Zwei rum. Ach, du weißt, was ich meine. Oh, wie viele Leute können eigentlich das Spiel zusammenspielen? Wie viele können das zusammenspielen? Ich glaube, acht insgesamt, ne? In einem Match. Okay, der Typ ist weg. Kannst du deinen Panzer für das hier abstellen? Ja, kann ich gleich machen, wenn er repariert ist. Weil ich wurde komplett festgenagelt gerade. Dummerweise. Ich kümmere mich darum. Oh, oh. Oh, oh. Okay. Wir sollten jetzt langsam ein bisschen mehr Ressourcen bekommen. Und der Gegner sollte immer weniger bekommen. Ja. Zum Thema immer weniger. Er hat ja nur noch 20 gefehlt. Das kriegen wir hin. Wir haben 5. Das schaffen wir. Das ist nicht mehr viel. So. Bitte einmal. Ja, bitte. Nee, oder? Was denn? Ich habe einen Cromwell-Panzer. Okay. Sogar noch den Kommandopanzer oben drauf. Ja, den kriegen wir auch noch weg. Melde Geländeverluste. Wo ist denn mein Hetzer? Guck mal, ich schick dir mal einen Hetzer rüber. Der kann ein bisschen mehr helfen gerade. Den kann ich einfach bei dir abstellen, weil ich kämpfe jetzt eigentlich gerade fast ausschließlich mit Truppen. Oder wobei, ich komme dir gerade mal zu Hilfe und räume da mal so richtig auf. Und den Hetzer kannst du gerade mal behalten. So, ey Kollege. So, der ist jetzt erstmal weg. Woher kommt das jetzt?
Okay. Ich rücke vor. Die schießen, glaube ich, gerade mit irgendwas Großem auf uns. Sparst du gerade auf Goliath? Nein, kann ich mir nicht leisten. Okay. Weil die Gebäude schon wieder zerstört wurden, bevor ich sie überhaupt gebaut habe. Okay, sehr gut. Ich komme zu gar nichts hier. Außer Verteidigung. Okay. Und ich habe nicht mal Ressourcen dafür. So, nebenbei. Okay, 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 okay. Wir verlieren an Boden. Ich, Puh. Ich fange langsam an zu ölen hier. Ich öle schon die ganze Zeit. Aber nicht gut gemeint. Ja, ich merk's. Ich wundere, dass mein Hauptquartier noch steht. Ist echt so. Ich kümmere mich gerade um den Gegner so ein bisschen und versuche den gerade so richtig schön wegzurotzen. Und nehme vor deiner Basis gerade Punkte ein. Vielleicht wird ihnen das ein bisschen Einhalt gebieten. Oh, ich habe eine Einheit verloren? Nö. Ah, ich weiß, was ich... Die versuchen gerade bei mir einzumarschieren. Das ist nicht dein Ernst. Das macht ihr jetzt mal gar nicht, ey. Alter! Dieser scheiß Schrapnell! Fuck! Ey, ich werde von hinten wieder angegriffen. Komm einfach wieder von hinten. Okay, ich muss mich zurückziehen. Ich muss mich recht schnell zurückziehen. Kannst du dich vielleicht ein bisschen aufbauen? Ich wäre dir sehr dankbar, weil ich gerade ein kleines Problem habe. Ja, mein Pionier sind nur schon wieder gestorben. Oh, fuck. Ich bin eigentlich nur noch am Pioniere ausbilden und Panzer reparieren. Das anderes mache ich hier gar nicht mehr. Oh Gott. Da komme ich nicht. Okay. Ich kann mich gerade schon so ein bisschen besser wehren, aber wie gesagt, das ist so. Okay. Okay, ich hoffe, ich muss nämlich gerade meinen Herschel wegziehen. Meinen Hetzer wegziehen. Alter. Diese bekloppte Schrapnell immer! Alter, der schießt immer mit diesem blöden Schrapnell auf mich. Macht dementsprechend noch eine Menge. Ja, ja. Oh, mein Panzer ist weg. Okay. Und ich habe noch immer keinen Schwimmwagen gerade. Alter, was ist denn da bei dir los? Du bekommst den ganzen Stress gerade ab, habe ich das Gefühl. Wir haben einen Jagdpanzer angefordert. Okay. Okay, warte. Da kommt gerade was von mir an. Wir machen das jetzt erstmal hier weg. Komm her. Euch können wir gar nicht gebrauchen. So. Es schießen zwei MGs gerade auf mich. Sage und schreibe zwei MGs. Oh, nehmt euch die. Okay, jetzt geht's los. Bei dir auch, ne? Das ist so furchtbar. Bei mir ist jetzt auch noch ein MG. Bitte was? Ich habe auch noch ein MG am Hand. Ach, jetzt ist gar kein Schrapnell, das sind Bomben, die er über mir abwirft. Ja, ne? Streubomben über mir ab. Ich komme gerade nochmal. Und ganz schön viele. Mhm. Vorsicht. Ich bin noch, Digga. Es kommt gerade mein Panther, mein Jagdpanther. Ich hoffe, der kann auch noch ein bisschen. Ach du Scheiße, was geht denn hier jetzt ab? Es kommen immer mehr. Es kommen immer mehr. Das Schlimme ist, er holt immer mehr Panzer. Okay.
Kannst du gar nicht. Ich weiß, was auf mich schießt. Seine Artilleriehaubitzen da unten. Wo denn? Der Panzerhaubitzen unten an der mittleren Brücke. Aha. Die auf mich. Okay, warte. Ich hol die mir. Der Stützpunkt unserer Verbündeten wird angegriffen. Das sollte dich. Sagt gleich tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Meine letzte Hoffnung. Na, meine Pionierin, mein Hauptquartier ist auch tot. Ja, danke dafür. Oh, 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 oh. Ich bekomme gerade wieder Besuch. Ja, ich bin gleich da unten. Ja, du, solange ich noch lebe, kannst du wiederkommen. Nur wieder komme ich nicht viel. Hier campen haufenweise Panzerabwehr und alles. Hier campt einfach alles. Alter, ich muss mich so beeilen. Mein Jagdpanther ist vorne, der schießt jetzt auf diese blöden Dinger. Ich hoffe so sehr, dass ich die Priests unten zerstören kann. Oh Gott, ich sehe gerade, was bei dir abgeht. Unsere Verbündeten haben ihr Hauptquartier an den Feind verloren. Okay. Wir müssen uns mehr anstrengen. Ich versuche gerade zu dir zu kommen. Du kannst ja. Du kannst ja immer wieder deine Dings holen, ne? Deine Kollegen. Und du kannst immer wieder versuchen, deine Basis. Kann ich auch nicht mehr machen, wenn das Hauptquartier Schrott ist. Was kannst du nicht? Ich kann die Kommandos machen, also Sprintmann von außerhalb der Map kann ich auch nicht. Ja, aber du kannst Dings holen. Du kannst dir nicht die ganzen Truppen holen, sondern du kannst dir. Wie heißt das? Diese Pioniere holen, damit die das gleich wieder aufbauen. Nein, ah, jetzt. Genau, es dauert einen kurzen Moment. Aber warte ganz kurz. Ich schicke gerade meinen Jagdpanther zu dir und versuche deine Basis zu. Ich krieg zwei Pioniere, einmal Volksgrenadiere und einmal Offizier. Sehr gut. Dann gib dir Mühe. Ich. Ja, gut, da kämpft vor meinem Hauptquartier ein Panzerwagen. Das wird nix. Ich guck zu von dir. Es kommt gerade was von mir an. Also, mein Jagdpanther ist jetzt da. Der macht den kaputt, hoffentlich. Ich glaube an euch. Wir schaffen das. Und einmal komplett aufräumen, bitte. Vielen herzlichen Dank. Alter, da kommt. Okay. Okay, ich versuche mich gerade zu befreien. Wieder mal. Oh nein, der kommt von rechts mit Panzern hier. Oh. Außer Kontrolle. Meiner? Nee, nein, seiner. Der gegnerische. Der Panzerwagen. Okay. Okay, und ich versuche jetzt gerade alles kaputt zu machen, was ich kaputt machen kann. Und ich glaube, ich habe hier unten Mörser gesehen. Alter, wie der mich hier besucht. Was ist denn kaputt? Ja, weil ich kaputt bin. Ja. Ich merk's gerade. Aber guck mal, ich reib den gerade komplett auf. Dadurch, dass er jetzt gerade bei mir einen kleinen Besuch macht, reibe ich den komplett auf. Stell mal einen Pioniertrupp ab kurz, um deinen Panzer zu reparieren. Okay, sehr gut. Jetzt nehme ich ein bisschen Beine. So. Oh, wenn wir jetzt eine Wende noch hinbekommen, das wäre heftig. Aber. Bei dir könnte ich mir das echt noch vorstellen. Ich brauche ein bisschen. Du kommst schon noch. Ach du Scheiße, was steht denn da, Alter? Bei dir. Ja, ja, merke ich auch gerade. Viel zu viele schöne Sachen. Ich glaube, Rückzug wäre angebracht bei dem MG da. Ja, mache ich auch gerade. Ich wollte den nur kurz in Brand setzen. Oh, er ist tot. MG tot. Genau. Okay. Okay, wie läuft's mit der Reparatur? Sie reparieren fleißig. Sehr gut. Ich lasse gerade meine Volksgrenadiere noch 20 aufbauen, damit ich ein bisschen Deckung für die habe. Damit ich eine Verteidigungslinie habe. Ist zwar auch nur. Also die einen Panzerschuss aushält, aber immerhin eine. Wenigstens das. Wir kriegen das hin. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ich mach den gerade ein bisschen putt. Oh, der hat hier Artillerie bei mir. Ja, 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 ja. Nicht mit mir, Kollege. Tschüss, Gin. Okay. Ich brauch dich jetzt hier, Kumpel. Okay. Okay. Tschüss, Gönn.
Meinen ja nur. Oh, da marschiert jemand. Das Problem ist halt, die kommen die ganze Zeit mit neuen Ideen. Okay, ich muss mich gerade zurückziehen. Fuck. Okay. Hauptquartier steht wieder. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich repariere jetzt kurz mit zwei Pioniertrupps deinen Panzer und dann. Sehr gut. Sollte es werden. Die Verstärkungen werden zugeteilt. Okay. Ich versuch. Boah. Vernichtung! Entschuldigung. Boah. Okay. Es kommt wieder was bei mir. Diesmal ist es ein kleiner Schützenpanzer. Den kriege ich auch noch weg, komm. So, Sturmwaffenkammer, bitte ist das erste gebaut, dass ich mir den Panzerwagen ausbilden kann. Ja, bitte. Gott. Ein Panzerabwehrgeschütze. Okay. Der Panzer will bei mir die ganze Zeit einrücken. Ja, ja, ich lass dir mal den Jagdpanther noch da, ne? Also, damit du da ordentlich Rambazamba noch machen kannst, wenn es sein muss. Okay. Infanterieverstärkung unser Stützpunkt wird angegriffen. Und es kommen wieder Leute vorbei. Ja. Als ob es nicht reichen würde, uns nochmal zu besuchen. Ja, 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 ja. Stirb doch bitte jetzt. Dankeschön. Danke, danke. Ah, der Offizier ist ja mega geil. Der kann ja beaufsichtigen, damit die Produktion schneller geht. Genau. Genau. Setz das auf jeden Fall ein, ey. Ja, steht jetzt neben der Waffenkammer. Die zwar noch nicht fertig ist, aber steht da schon mal. Sehr gut. Der Stützpunkt liegt unter Beschuss und verliert immer mehr seine Arme. Och nee, ich werde schon wieder von der Artillerie beschossen. Wir wurden gerade zwei Trupps vernichtet. Ich habe gerade seine Artillerie zerstört. Gerade. Ja, steht aber irgendwo anders. Noch eine. Von ganz weit auf mich geschossen. Oh nein. Ich habe zwei fast tote Trupps und einen komplett toten Trupp. Oh nein. Durch einen Schuss. Mist. Der gesessen hat. Mist, 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 Mist. Puh. Bescheid, wenn ich, weil er kommt schon wieder mit Panzerabwehrgeschützen. Ich krieg durch. Ach nee, komm, hör doch auf. Okay. Oh, der kommt gerade wieder mit Shermans dran. Alter, warum lernst du das nicht, dass deine Panzer nichts gegen mich bringen? Ah, Mann, ey. Der ärgert mich gerade so hardcore. Ups, was hab ich denn da gemacht? Okay. Bitte so viel wie möglich. Sollte reichen für den Anfang. Ich werde mit Artillerie beschossen. Der macht irgendeine Fähigkeit auf mich. Auf meine Waffenkammer. Okay. Ja, der wirft Bomber. Mein Offizier ist tot. Kannst du den ein oder anderen Punkt gerade mal einnehmen? Ich brauche das. Oh Mist, ich brauche nämlich dringend einen Punkt. Weil das Problem ist. Okay. Ich muss mich schon wieder zurückziehen. Das Problem ist halt, ich brauche einen Punkt, damit ich mehr Leute ausbilden kann, weißt du? Ja, schon klar. Also, meine Trupps laufen die ganze Zeit mit zwei, drei Leuten. Ach, deiner kommt ein Maschinengewehr auf mich zu. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Hast schon gedacht, das wird besser? Man kann ja mal hoffen. Und noch ein Panzerabwehrgeschütz, oh Gott. Okay, ich, Also hier geht ein bisschen Party ab. Ich merk's gerade, ich bin da... Ein MG bringt. Ach du, das ist kein Problem. Der kriegt da gerade Besuch von mir. Das Wichtige ist, dass der jetzt hier erstmal abhaut. Okay, ich glaube, der hat jetzt gerade ganz andere Probleme mit uns. Okay, vernichtet. Okay. Okay, hui. Läuft. Oh, sehr gut, du nimmst schon den... Alter, was mache ich denn da? Du nimmst schon den ersten Punkt ein, das sehe ich sehr gerne. Ich versuche dir noch weiter aufzureiben. Ja, ja. Ich versuche den Punkt dazu. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Immer nur zu, immer nur zu.
Je mehr Punkte wir haben, desto größere Chancen haben wir gleich. Position notiert. Gruppe setzt sich in Bewegung. Grenadiere setzen sich in Bewegung. Okay. Oh. Ich sehe schon die Artillerie, die dich nerven könnte. Dezent. Artillerie ist weg. Jetzt. Ich zerstöre den gerade komplett von der Seite. Der hat keine Chance gegen uns. Alles gut, du bist gerettet. Meine Pioniere werden unter einem Punkt angegriffen. Von was denn? Ah, von Pionieren. Nur, dass ich immer nur zwei habe, die drei haben und die schon Flammenwerfer haben. Ah, Mist. Ja, ich habe wieder einen Punkt verloren. Okay. Okay, okay. Ich schicke gerade einen Infanteriestoßtrupp hin. Okay. Versuch den Punkt einzunehmen. Mich greift schon wieder einfach alles an. Ja, ne? Panzerabwehr bereitet sich auf den Einsatz vor. Kannst du keinem erzählen. Okay. Ja. Oh Mann. Ich versuche nochmal schnell einen Punkt einzunehmen. Und den mit Mühe, also einen Munitionspunkt einzunehmen und den mit Mühe und Not zu halten. Das ist aber nicht einfach, wie du dir denken kannst. Boah, stürz ein, Alter. Bitte. Die ganzen Gebäude. Ich zerstöre alle Gebäude, die mir über den Weg laufen gerade. Ach du Scheiße, was kommt da schon wieder auf mich zu? Nicht Drehland sind durch. Was kommt? Schon wieder aufweise Panzerabwehr-Infanterie. Die kopieren langsam deine Taktik. Ich merk's. Und für mich wird das zum Problem. Ja, ich merk's. Okay. Wow, Schrapnell. Ich hab schon wieder Artillerie an der Brücke unten. Ich sehe es gerade, die haben mich gerade mit Schrapnell zugeschrotet. Ja, mich auch. Mein Pionier ist schon wieder tot. Mein Panzer gleich auch. Okay. Ich falle wieder von der linken Seite, also von deiner Seite. Meiner? Nee. Meiner. Okay. Deiner ist noch so gut wie fit. Sehr gut. Ja, okay, gut. Ich fange mal an zu reparieren. So, ich komme. Ich krieg schon wieder Panzerbesuch. Wir haben eine feindliche Einheit vernichtet. Okay. Nicht mit uns. Ich bin da. Ich komme gerade zur Hilfe. Okay, Vorsicht. Es wird hier ganz heiß werden. Der zieht sich zurück. Sehr gut. Okay, er zieht sich zurück. Er zieht sich zurück. Er zieht sich zurück. Etwas, was ich genauso sehen wollte. Okay. Okay. Hui. Okay. Ich habe wieder was zerstört von ihm. Du wirst da aber auch ziemlich zugemartert von dem Typ. Oh, du hast gerade einen Panzer da. Ach, guck mal. Mist. So. Ach, die ganze Zeit. Ach, der ist weg. Der stört noch alles. Mann, ich trau mich gar nicht mehr, meine Truppen vors Hauptquartier zu setzen, weil da die ganze Zeit die Scheiß... Schrapnell kommen. Okay, wir haben mehrere Punkte jetzt. Sieht gut aus. Ja, und ich werde mit Schrapnell zugedonnert. Okay, hui. Ich hab Probleme. Ich kümmere mich sofort um die Typen. Ich versuche gerade nur den Munitionspunkt zu retten, den er versucht uns abzugreifen. Oje. Also mein Munitionspunkt ist gut gesichert. Der bei mir auf der rechten Seite ist gerade wieder weg, deswegen. Ja, ich hab's gesehen. Ich bin da gerade. Oh, der kommt wieder mit irgendeinem Panzer. Ich seh's gerade schon wieder. Ah! Der steht schon wieder fast in meiner Basis, oder was? Na. Oh, Alter. Der hat mich mit einem Schrapnell, hat er zwei Bazooka-Teams ausgeschaltet. Okay, das ist nicht gut. Oh oh. Das ist ganz, ganz schlecht gerade. Oh nein. Mist. Fuck. Okay. Aber wir haben ein paar Punkte. Wir sollten uns nicht drüber ärgern. Panzerabwehr bereitet sich auf den Einsatz vor. Okay. Huiuiuiuiuiui. Da kannst du schwitzen. Gruppe bereit.
Die Panzergrenadierverstärkung ist einsatzbereit. Schützentrupp bereit. Warte mal. Warte mal. Willkommen in unserer Gruppe. Okay. Ich muss gerade noch ein Gebäude nachbauen, das, was sie mir kaputt gemacht haben. Liebenderweise. So, jetzt muss ich nur noch warten, bis ich 800 Angriffstruppen habe, dann kann ich gepanzerte Angriffstruppen holen. Da habe ich einen schweren Tigerpanzer. Oh, Ruhe im Karton. Hoffe ich doch mal. Dann haben wir zwei Panzer da, die aufräumen können. Okay. Och nein, die scheiß Schrapnell. Unsere tapferen Panzertruppen haben einen weiteren feindlichen Panzer vernichtet. Dem Angriff nicht mehr lange standhalten. Ich habe neuen Panzertrupp, Panzerabwehrtrupp. Ich räume jetzt ein bisschen hoffentlich nochmal auf. Nein. Danke. Okay. Nein. Der hat mir die Panzerschreck geklaut, ey. Oh, der Eumel. Okay. Dann halt dich fest. Ich komme dir gerade zu Hilfe. Also noch nicht, aber gleich. Wobei, mein Panzer müsste da eigentlich noch richtig wüten. Okay, sehr gut. Und er wird immer mehr kaputt und nach jeder Schrapnellladung. Die macht ihm ganz schön viel Schaden. Oh nee. Bitte nicht. Ich hoffe, er überlebt das noch. Ich repariere ihn schon gleich, aber die Schrapnellladung macht halt deinen Pioniertrupp nach dem anderen tot. Ja, klar. Also, es wird knapp. Wow. Alter, der schießt die ganze Zeit mit Schrapnell auf mich. Ja, auf mich auch. Junge, seine Artillerie steht jetzt noch weiter hinten bei mir. Oh. Ich stehe auf seiner Flussseite, mitten in der Stadt. Oh, du bekommst von rechts aber richtig einen auf dem Oschi. Hier. Ja. Das ist die Artillerie, die auf dich schießt, nur so. Die, wo auf mich schießt, ist hier vorne. Ach so, toll. Dann... Oh. So. Ich ziehe die ganze Zeit mein Fenster lang. Okay, ich komme mit wieder 6 Panzerfäusten, aber ich verspreche dir nichts. Hallo? Hi. Also nee, ich meine Dings bei mir gerade. Du kriegst da aber auch gerade die Hucke voll, ey. Ich glaube, mein Panzer ist kaputt, kann das sein? Nee. Nee, der steht noch, aber er ist gleich kaputt. Meine Pioniere sind gerade draufgekommen. Er hält noch einen Schuss aus, da ist er Schrott. Hoffentlich nicht. Hä? Warum kann ich den einen hier nicht angreifen? Alter! Der mit seinem beknackten Schrapnell. Hey, der hat überlebt, der Panzer. Ich muss mich zurückziehen. Jawoll! Jawollo! Und du hast einen Tiger! Mhm. Ah, wenigstens haben wir etwas da. Aber dieses scheiß Schrapnell, Alter. Dieses Schrapnell geht mir auch mega auf den Zeiger. Langsam durch mit dem. Das ist echt so. Ich habe immer weniger Bock. Nach jeder Schrapnell-Ladung kriege ich mir um eins mehr. Am liebsten würde ich jetzt gerne das alte 4 drücken. Den kriegen wir. Langsam echt ab. Das ist, glaube ich dir. Wir kriegen den gleich. Wir kriegen den gleich. Ich hoffe, wir kriegen den gleich. Okay, ich sehe. Okay, ich brauche noch. Juckt mein Tiger einfach null. Sehr gut. Warte mal, ich zieh mal meinen Jagdpanther gerade mal ein bisschen weg. Vielleicht kannst du den dann noch reparieren. Okay. Ich krall mir jetzt gerade mal alles, was ich habe, und versuche diesen Schrapnell-Idioten da kaputt zu machen. Den Wüterich da unten. Ein verbündetes Hauptquartier wird angegriffen. Okay. Gut, ich, das war's mit meinem Panzerwagen, den ich gerade reparieren wollte. Ey, kannst du nicht Nebel werfen? Ach nee, du hast ja noch kein Dings, ne? Kann ich nicht mehr, meine Waffenkammer wurde wieder zerstört. Ja, wollte ich gerade fragen. Ich platziere jetzt wieder unter Artilleriebeschuss gestellt. Das ist das Problem. Ich hab mir gerade so gedacht... Meine Pioniere sind tot. Nicht gut. Ich muss meinen neuen schnell. Schon wieder Schrapnell! Du... Arschloch, sorry. Dieser Elendige! Kann der mal bitte aufhören? Es gibt ein Problem, ich kann deinen Panzer nicht mehr reparieren.
Der tut mit seinem Schrapnell den Panzer schützen, damit ich nicht reparieren kann. Fuck, Mann. Ich höre die ganze Zeit die Schüsse von dem. Panzer kaputt, dein Panzer ist Schrott. Hab ich gehört. Aber weißt du was? Meine auch gleich, mein Tiger ist gleich Schrott. Fuck, Mann. Wow. Okay. Ein Stützpunkt der Achsenmächte wird angegriffen. Wie machen wir das jetzt geschickt? Grenadiere bereit. Geben Sie uns Ihre Befehle durch. Verstanden. Beginnen mit Eroberung. Okay, ich nehme gerade dem Typen ein bisschen was weg. Ja? Ah, Moment, Moment. Nein, nicht die hier. Die hier, bitte. Danke. Bitte, danke. Okay. Ich nehme ihm gerade noch ein paar Punkte weg. Ich opfer dich nicht, keine Sorge. Ich versuche nur... Scheiße. Was denn? Mein Tiger ist Schrott. Ich habe keine Verteidigung mehr, ich habe nur Pioniere. Oh. Oh. Mein Schutzpunkt ist auch gleich schon wieder Schrott. Ich komm vorbei. Bei mir rennt gerade wieder alles rein. Und wirklich alles. 3 Panzer, 4 und haufenweise Infanterie. Ich komme... Ich bin tot. Mal wieder. Vielleicht. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Panzer, 3 Panzerabwehrgeschütze. Das wird nicht. Ja, Schrott. Okay. Aber Vorsicht, ich mach gleich ein bisschen Rambazamba und dann können deine Leute... Hier stehen irgendwas um die 8 Panzer. Die mache ich platt. Also hoffe. Ich hoffe, ich kann die platt machen. Ah, ne, das sind alles diese Schrapnell-Wichser. Treff den! Okay, toll, danke. Danke, Schrapnell! Ich glaube, es wird unser Ende. Och, nö. Weißt du, was die gemacht haben? Hm? Die haben ein MG-Nest genau da platziert, wo meine Truppen spawnen. Ja, toll. Ja, festgenagelt. Okay. Ich kann nicht mehr neu spawnen. Ich werde direkt festgenagelt. Ist es. Hä? Aber du kannst doch nicht festgenagelt? Nee, in der Ordnung. Doch, Mann. Alter! Der Typ nervt mich gerade. Ja, die machen mir gerade meine Sachen kaputt. Und... Bumm weg. Okay. Alter, guck mal, was bei mir gerade langkommt. Ja. Ich glaube, ich schaffe es. Ich versuche. Die Maschinenherstellung ist Schrott gleich. Oh. Wir gehen drauf. Wirf doch mal was! Ihr Vollmongos! Die Artillerie schießt wieder auf dich. Ja, ich merk's. Ach nee, die schießt doch nicht, die schießt auf meine kleinen Truppchen. Sehr gut. Zumindest haben die ein bisschen Anstand und befeuern mich jetzt nicht. Nee, die schießen auf mich, haben sie gerade geschossen. Ja, die schießen auf mich. Okay. Auf meine 5 Soldaten, die ich noch hab. Okay, dann. Die werden gerade von Schrapnell zugedonnert. Alter. Wir kämpfen bis zum Ende. Ah, oh, jetzt krieg ich aber die volle Dröhnung ab. Ja, es kommt einfach alles. Boah, wow, Alter. Das ist gleich wie eine unfaire Schrapnellladung auf dich. Die schicken einen Panzer zu meinen Truppen. Die schicken einen Panzer auf mein Haus. Alter. Was ist das denn für ein Mist? Entschuldigung. Alter. Uppala. Jetzt kommen wir noch Fußsoldaten. Och, ein MG auch noch. Ja, moin. Die zerstören ja, gerade. Das ist schon zu Ende. Ja. Ich merke das gerade. Ich habe noch einen Pionier, der sich gerade gegen MG und Panzer verteidigt. Oh, ich komme noch ein Schwammfeld dazu. Ja, Pionierturm. Ja, moin. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Jetzt hast du wieder alles auf deinem Hals. Dankeschön. Ich komme wieder alles zu dir. Ich kann das null machen, sobald ich wieder dahin gehe, werde ich wieder unter Artillerie, Panzer, was Gott alles.
abgesetzt. Es kommt alles. Alter. Die töten mich gerade nur mit bekloppten Mörsern. Panzerabwehrverstärkung verfügbar. Gruppe führt Verbesserungen durch. Die Verstärkung macht sich einsatzbereit. Oh Gott. Ich hoffe, ich kann meine Truppen ein bisschen heilen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Puh. Alter. Ich versuche den gerade. Was denn? Ja, mein Hauptquartier wird gut verteidigt von dem, muss ich schon sagen. Das sind einfach mal drei Panzer, die darauf gerichtet sind. Ich komme an, Pioniere alle instant tot. Ich habe jetzt gerade mal einen Offizier noch da. Ja, gut. Ja, mein. Die wollen nur das Beste für dich. Oh, da stehen zwei Mörser übrigens. Oh. Mich treffen gerade die ganze Zeit diese bekloppten Mörser da unten. Komm, hier, nimm das. Lass mich in Ruhe. Ich will deine Mörser haben, endlich. Alter! Oh, ich hoffe, die treffen uns gerade jetzt nicht. Oder nicht nochmal. Wo? Ja, da, wo du gerade hinschießt. Ach, cool! Oh, noch ein Panzer! Eine Zerstörung kommt schon die nächste. Ja, die wechseln sich ab, ha? Boah! Wut! Alter. Nein! Nein! Aber du drängst sie gerade zurück, das ist gut. Ja, so ein bisschen. Oh, da kommt noch ein Panzer. Okay, einer weg. Tschüss. Ich zieh mich zurück. Wie meine Basis in der Dämmerung im Artilleriebeschuss steht, obwohl da keine Truppen sind. Wird immer noch Schrapnellen geballert. Einfach, weil es geht. Ja, aber jetzt steht da wenigstens nur Fallschirm. Oh ja. Kann ich wenigstens noch down machen, solange ich nicht beschossen werde von gewissen anderen Sachen. Ja, vielleicht. Kannst du das noch... Wow! Nein! Zieht euch zurück! Ich bekomme... Ich bin... Auch wenn das jetzt Kamikaze ist, ich probiere jetzt mal mit meinem Panzer die scheiß Artillerie da unten zu zerstören. Auch wenn es nur 5 Panzergrenadiere sind. So. Oh, ich schätze, die kommen nicht mal lebend da unten an. Also. Huch. Ich zerstöre gerade alles Mögliche, was der irgendwie mir entgegenwirft. Mal schauen, wie lange ich das durchhalte. Oh. Ich glaube, er hat keinen Panzer mehr. Außer den da links, der da einfach rumsteht und nichts tut. Jo, der hat halt jetzt echt alles zu dir geschickt. Ich kann einfach durchlaufen zu seiner Artillerie. Ja, los! Mach irgendwas Sinnvolles! Aber es ist halt die Artillerie, die mich beschießt. Nicht die, die nicht dich beschießt. Ich stehe noch weiter bei ihm. Ich bekomme immer mehr auf die Fresse von dem Typen. Sorry. Ach nö, als ob die Artillerie einen scheiß MG hat zum Schutz. Oh, stimmt! Ich hab leider keine Gebäude mehr, das ist das Schlimmste für mich gerade. Was soll ich denn jetzt sagen? Ja, stimmt. Bei dir ist es ja noch schlimmer. Ich hab kein Hauptquartier mehr. Du hast nichts mehr, das ist ja das noch Schlimmere, ja. Doch, ich hab eine Handvoll Druck. Die ganze Zeit beschossen werden. Okay, ich versuche gerade wirklich mit Mühe und Not hier. Ich brauche ein. Was sind das da? Ja. Wir haben einen Baubefehl erhalten. Ich muss noch 7 Truppen. 7? Ja. Und 5 davon. Okay, 6. Eine ist gerade gestorben. Oh! Komm! Triff den! Ja, weg mit dem! Ich baue gerade einen Teil meiner Basis auf. Alter, guck mal, was da unten noch alles auf mich wartet.
Boah. Oha. Natürlich. Tschüss. Ja, ja. Die Basis ist gleich wieder aufgebaut. Da kann ich wieder Granatentypen machen. Raketen, Bazooka-Typen. Ich atme kurz. Wenn das jetzt klappt, dann freue ich mich. Ich versuche mal, meinen Offizier zu dir rüber zu gehen. Okay. Er bringt mir hier drüben eh nichts. Der wird gleich wieder überrascht. Ich bin gerade bin ich noch so ausgewichen, ey. Kriege ich den? Ein Wunder. Ich habe noch eine neue Truppe. Hui. Und ich bekomme natürlich gleich wieder auf den Sack. Entschuldigung. Ich gehe gerade voll ab hier. Ich hab dein Ding jetzt geboostet. Ja, Mann. Vielleicht wird das der Befreiungsschlag. Ja, und aus irgendeinem Grund hab ich gerade Lex des Todes. Ich hab grad 6 FPS. Was? Was hast du denn gemacht? Ich weiß nicht warum. Okay, das ist verwunderlich. Ja, ich wundere mich auch. Das wäre ich nicht normal. Zweier wäre, würde ich ja noch verstehen. Halbwegs. Aber das ist der Einzige. Ich habe meine Grafikeinstellung schon runtergeschraubt auf niedrig, damit ich vielleicht mehr FPS. Okay. Geht's noch weiter runter. Wenn ich die Hochschau habe ich gar keine mehr. Das geht ja mal gar nicht. Nee. Aber. Okay. Boah! Wieder diese Bekündigung. Wenn das vorbei ist, würde ich kurz mein Spiel neu starten. Wir hoffen, dass es vielleicht dann geht. Oh ja, das probieren wir. Definitiv. Sonst macht keinen Sinn, das weiter zu spielen. Nee, klar. Klar, nee. Nee. Wie viel? 4? 4 sind es inzwischen. Ja, moin. Ich habe eine kleine Dia-Show vor mir und kein Spiel. Ich habe eine Dia-Show. Ja, steht auch gerade, dass du hinterher rollst. Ja, das stand bei mir vorhin bei dir. Oh. Und mein Offizier wird angegriffen. Nee, deine Waffenkammer wird angegriffen. Ja, meine Waffenkammer. Das interessiert die nicht. Das ist ja das Lustige dran. So. Und Feuer frei. Bazooka Spaß. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine... Ich hab's eigentlich so in Erinnerung, dass man bei der Wehrmacht sich so abkönnen kann, dass die ganzen Gebäude schießen können. Die haben ja sogar MGs auf den Gebäuden drauf, nur die sind ja nicht bemannt irgendwie. Ja. Ich hab's aber so in Erinnerung, dass man das so abkönnen kann. Das kann man nur mit der Verteidigungsdoktrin machen. Ah, naja gut, dann liegt's da was. Und ich werde wieder bombardiert. Wie sieht's aus? Kannst du... Oh Gott. Ja, ich seh's. Ich versuche gerade mal darunter zu rushen. Oh, nee, moin. Ich bekomme ja wieder Besuch. Wann kriege ich denn mal keinen Besuch? Das ist eher die Frage, die ich haben sollte. Ich mache jetzt 50 mm Packs und schick die allesamt runter zu den scheiß Artilleriegeschützen. Und lass die da auf Stellung gehen. Ja. Das fuckt mich jetzt langsam hardcore ab. Und ich schätze mal, sobald da unten meine Artillerie steht, um deren Artillerie abzuschießen, schießt ihre andere Artillerie statt auf dich, auf mich. Ja, eben. Aber wir müssen versuchen, dass wir die Bekloppten da wegbekommen. Aber zur anderen Artillerie wollen sie vorrücken, weil die irgendwo da steht. Boah. Die steht halt mittendrin bei denen. Und darauf hab ich keinen Bock. Boah, ich bekomme voll die Breitseite von dem Typen. Yay, ich hab einen neuen Rekord noch, 12 FPS. Ja. Bald sind wir soweit. Bald bin ich wieder bei Null. Ja. Bald hast du keine Dia-Show, gleich läuft gar nichts mehr. Das wäre bestimmt gut. Ich habe aber voll einen auf dem Arsch bekommen wieder. Der hat wieder Truppen von mir einfach zerstört. Ich hab grad 12 FPS kurz. Tief durchatmen. Ich verstehe halt auch nicht, an. Ich lag vorhin, dachte ich halt noch vielleicht, weil ich den Stream im Hintergrund auf habe. Den habe ich aber inzwischen seit 2 Stunden zu. Ja, eben. Das wird immer schlimmer. Okay, das, ich verstehe das aber nicht. Ich muss den Stream wieder anmachen. Ich liegt daran. Das kann sein. Plötzlich. Ich bin zwar dran, aber. Boah!
Der schießt natürlich direkt mit Ari auf mich. Aus seiner eigenen Basis. Apropos eigene Basis. Wie wär's, wenn ich einfach mal rüberrenne? Ich hab... Du rennst jetzt deinen ganzen Truppen, die zur Verstärkung dahin rücken in die Arme. Und dann wirst du komplett aufgerieben. Aber guck mal, ich hab so viele wundervolle Dings mit mir. Ich glaub trotzdem, dass du aufgerieben wirst, weil dir einfach alles entgegenrennt. Was der nur hat, weil der dich ja angreift. Deswegen rennt dir wahrscheinlich alles ins Gesicht. Ja, ich verstehe dich. Ja, ich glaub, die Artillerie mag dich. Ich hab's gemerkt. Ich glaube, dein Kollege stirbt gleich. Der hat gerade... Welcher Kollege? Bei mir steht er noch in der Base. Der hat gerade eine Granate auf den Kopf bekommen. Ja, bei mir steht er trotzdem in der Base. Der Stützpunkt unserer Kameraden wird angegriffen. So, den holen wir uns jetzt erstmal. Ja, danke. Okay. Ganz ehrlich, ich mach das jetzt. Ich probiere das jetzt. Das ist unser einziger Ausweg, weil das geht die ganze Zeit hin und her. Männer, zeigt, was ihr könnt. Trupp setzt sich in Bewegung. Vorwärts, Männer. Kontakt! Greifen vorgeschobene Truppenteile. Okay. Ich gebe Gas. Wünscht mir Glück. Och nein, hat mein Fahrzeug geschützt durch eine Artillerie hingestellt. So. Geh mal drauf, bitte. Danke. Okay. Ich bin über der Brücke. Weiter waren wir noch nie. Guck mal. Ich kann nicht gucken, weil mir stehst du noch in deiner Basis. Okay, das... ab und tief schief bei mir. Ich auch nicht. Übrigens, du hast recht gehabt. Mir kommt gerade der ganze Rotz entgegen. Ja, sag dich doch. Die ganzen Infanterietruppen kommen mir entgegen. Oha. Na komm. Schluck die Granaten. Ja. Es sieht gut aus. Erreicht. Oh nein. Der Stützpunkt unserer Bemerkenswert und Schlagkraft ist stirb! Ich töte gerade seine Kommandoeinheiten. Weil der Dummkopf die alle vor mir stehen lässt und sie nicht abziehen möchte. Okay. Okay. Bei mir läuft's. Ich breche gerade durch. Okay. Wenn jetzt alles klappt, schalte ich den Ami komplett aus. Bist du noch da? Ja. Okay. Ich gucke aber gerade meinen 1 FPS zu. Okay. Ich brauche nichts machen, weil es bei mir erst in 10 Minuten gefühlt passiert. So, ich mache hier einfach gar nichts mehr, ich gucke jetzt einfach nur zu. Okay. Fug. Ich bekomme gerade voll die Breitseite hier. Warte mal. Okay, ich bin schon mal sehr weit gekommen, aber ich habe... Fast seine Baracke gehabt. Fuck, Alter. Wir hören Sie, Kommandant. Befehle erhalten. Wir melden uns zurück, wenn wir das eingenommen haben. Besserungen abgeschlossen. Wie sieht's aus bei dir? Deine Truppen gucken zu. Und du hast 3 Packs da. Cool. Der Panzerabwehrtrupp erwartet. Ich glaube, der wollte mir den Weg abschneiden. Das Hauptquartier unserer Kameraden wird angegriffen. Okay, Rückzug. Geben Sie Ihre Befehle durch. Okay. Okay, ich war fast durch.
Also ich war schon durch, aber ich habe dann nochmal zurückgeschreckt, dummerweise. Ich hätte es durchziehen sollen. Tatsächlich. Aber später ist man immer schlauer, kennst du das ja. Okay. Auf geht's. Marsch. Wir schaffen das. Die greifen auch gerade dich an, glücklicherweise, in Anführungsstrichen. Ergo kann ich da einfach ein bisschen rumwildern gleich. Kannst du mir gerade deine Blitzkriegfähigkeit geben? Hätte ich wenigstens eine Chance gehabt. Okay. Oh, ich hab's erreicht und hat sich aufgehangen. Oh! Komplett? Ja, ich bin jetzt bei 0 FPS. Dauerhaft. Oh, wundervoll. I like it. Ich höre die Sounds noch, aber ich sehe nichts mehr, weil sich nichts mehr bewegt. Pass auf, wenn ich jetzt alles kaputt mache, vielleicht dann. Ich meine ja nur. Ich gucke jetzt gerade meinen 3 kaputten Packs zu, wie sie da rumstehen. Ich sehe sie. Standbild. Aber ich frag mich, warum? Der Feind greift den Stützpunkt unserer Kameraden an. Ich hab grad mal im Taskmanager geguckt, da steht alles einwandfrei. Alles kaum ausgelastet und alles. Komisch. Wegen dem Spiel. Also ich bin total verwundert. Ja, wär ich auch. Unsere tapferen Kameraden. So, geht mal bitte drauf. Schlimme Schüsse, die mir nicht gefallen. Ja. Du gehst gerade liebevoll drauf, habe ich das Gefühl. Der Stützpunkt wird beschossen. So. Nicht schön, aber. Alter! Da hat mir mit einer Pfünder voll auf die Nase gehauen. Nee, da hat der Panzer ohne Ende. Oh, seine Panzer stehen bei ihm in der Basis. Und gucken gerade. Die sind eingeklemmt gewesen. Hat das zu viel oder was? Ja. Sie sind in unseren Stützpunkt eingedrungen. Okay. Das hat rein gar nichts gebracht gerade. Ich habe eine Baracke von dem Typen zerstört. Wollen wir vielleicht aufhören, weil ich glaube, auch bei dir laggt es gerade mega. Boah, ich weiß aber nicht warum. Okay, dann gehen wir einfach mal raus. So. Gehen wir mal gucken. Ich will trotzdem das Spiel mal neu starten. Alter, ich habe 122.000 Punkte. Ich habe 27.220 Punkte nur auf Fahrzeuge. Ich hab ja voll geraged. Ja. Ja, wie viele habe ich denn zerstört? Ich habe 47 Fahrzeuge zerstört. Ja. Okay. Aber danach machen wir noch einen Versuch, oder? Ja, können wir machen. Vielleicht